ein Wurm um Wegloch krumm und lang. Schmitz giggelt, da der Gucke und sagt, es ist alles übergangen und da der Wurm verschlucke. Er hat sich hier und her gewendet und hat sich schnell durchgezwobbelt und kaum vergnügt, um anderen End beim Giggel rausgekrabbelt. Der Giggel aber hat Verstand und da den Wurm schlucke und trägt sein Betzel um die Wand und kräht, es wäscht der Gucke. Thank you.
Guten Tag, wir sind von der Volkshochschule heute wieder mal bei der Residenzbuchhandlung wegen der Kälte. Zu Semesterbeginn dürfen wir auch heute direkt bei Herrn Kienert in der Residenzbuchhandlung sein, um einen Informationsstand hier vorzustellen. Die Leute können sich heute dazu anmelden und wer heute auch mit Dienst macht, ist zum Beispiel unsere Außenstellenleiterin aus Mehrenberg, Frau Katja Wagner, die auch ein kleines, aber feines Programm hat, das sie in 2, 3, 5 Sätzen mal vorstellen kann. Mein Name ist Katja Wagner. Ich bin seit 6 Jahren Außenstellenleiterin der VHS in Mehrenberg. Und dieses Semester haben wir folgende Kurse dabei. Einmal ein Vortrag des Herrn Garecht, der Lebensweg des Mark Twain. Dann haben wir einen Malkurs für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Einen Vortrag über praktische Homöopathie sowie ein Osterbrunch Genießen ohne Stress mit der Frau Martha und digitales Fotografieren mit Kompaktkameras. Hier in der Residenzbuchhandlung sind wir heute auch mit unserem Außenstellenleiter Wilhelm Gerstner. Das Außenstellenprogramm bei Münster ist unser größtes Außenstellenprogramm im Oberlahnbereich. Im gesamten Kreisbereich ist nur noch Bad Camberg größer. Das liegt in Weilmünster daran, dass wir eine ganze Menge Wassergymnastikkurse in der Vitus-Klinik anbieten können. Und da gibt es auch vereinzelt noch freie Plätze. Aber es gibt natürlich auch Besonderheiten bei den 50 Kursen, die die Volkshochschule in der Gemeinde Weilmünster anbieten. Und Herr Gerstner wird zu dem einen oder anderen Punkt jetzt einfach noch einen Satz sagen. Ja, mein Name ist Wilhelm Gerstner, ich bin der Außenstellenleiter von Weilmünster. Wir haben ein großes Angebot in Weilmünster, besonders Wassergymnastik wird angeboten im Krankenhaus in Weilmünster, Vitus Krankenhaus in Weilmünster. Und die sind die Plätze meistens ausgebucht, da gibt es manchmal auch viele Kämpfe um die richtigen Zeiten, wo die Teilnehmer mitnehmen teilnehmen können. Aber wir haben natürlich auch andere Programme noch. Neu haben wir dieses Jahr mein persönlicher Jakobsweg, genannt Halleluja-Man. Dann haben wir einen Sütterlein-Kurs von einem Weilmünster Original, der Rudi Tschech führt es vor. Das ist auch, wird auch sehr gut angenommen, aber wir haben da auch noch Plätze frei. Einen Gitarrenkurs haben wir ebenso, da einen kleinen Kurs. Der wird auch ganz gut angenommen und vor allem Zeichnen, das findet schon viele Jahre in Weilmünster statt, auch durch Rudi Zech. Und die haben auch vor kurzem von ihren ganzen Malereien eine Ausstellung gemacht. Einen Vortrag wollen wir diesmal auch neu starten über Kopfschmerzen mit der Frau Dr. Ginter. Dann haben wir einen Line Dance Workshop für Anfänger und progressive Muskelentspannung mit einen erfahrenen Mitarbeiter. Und für Kinder haben wir dieses Jahr Inline-Skating bieten wir an, ab 8 Jahre an der Grundschule in Weilmünster. Und wir haben auch noch verschiedene Kochkurse und wie gesagt die vielen Gymnastikkurse. Ja. Jetzt habe ich mich natürlich versprochen. Gut.